Summit. Weißt du überhaupt, wie das funktioniert? Geh weg!
Ein Wetterballon nähert sich. Such die Landezone, baue Verteidigungen auf und beschütze den Ballon, bis die Daten übertragen sind. Der Landeplatz liegt irgendwo in dieser Zone. Du suchst zu Fuß und ich aus der Luft. Wir haben einen Bonus im Spiel. Landeplatz gesichtet. Cooler Fund. Jeder Angriff der Sturmkreaturen könnte die Daten beschädigen. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien um den Landeplatz des Ballons zu errichten.
Boden stechen oder reparieren. Irgendwas!
Junge, Junge. Ich sollte mal trainieren. Sind wir mal realistisch.
passiert mir das? Noch eine Datei. Großartig! Ansehnliche Leistung, Kommandant. Also, gute Arbeit. Mit den Daten, die du sammeln konntest, können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden. Gemacht. Mal sehen, ob sie reinhören. Radiofreies Plänkerten ist ein Hit. Wir verzeichnen Bewegungen von Überlebenden. Bringen wir sie nach Hause. Thank you.
Arsenal weiter auf. Bilde diesen gesichtet! So wunderschön. Thank you.
das Arsenal weiter auf. Höhlenwesen wollen in die Festung. Der Schutzbunker wurde ziemlich schwer beschädigt. Offenbar wurden alle Lebenserhaltungsmodule gestohlen. Diese Module vergrößern und schirmen den Schutzbunker ab. Die Module müssen doch hier irgendwo sein. Durchsuche die Zone und bring die fehlenden Teile zurück. Schutzbunker werden von tausenden Konstruktionsbots errichtet. Wenn die Bots angegriffen werden, gehen sie in den Tarnmodus und schalten sich ab. Zur Reparatur des Schutzbunkers werden wir die ganzen Konstruktionsbots reaktivieren müssen. Leider ist ihr Tarnmodus sehr effektiv. Du wirst Hilfe benötigen, um die vermissten Konstruktionsbots zu finden. Mal sehen, ob ich Hilfe schicken kann. Das kann ein paar Minuten dauern. Eine bevorstehende Welle wurde entdeckt. Uns bleibt noch Zeit, bis sie eintreffen. Du kannst dich jetzt nach fehlenden Teilen umsehen oder den Schutzbunker verstärken. Du bist ein Monster. Die Installation jedes Teils dauert eine Minute. Also, 8 Module, 1 pro Minute. Das macht eine Menge Kugeln. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Er kehrt jetzt zum Schutzbunker. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Er kehrt jetzt zum Schutzbunker. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Er kehrt jetzt zum Schutzbunker. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Er kehrt jetzt zum Schutzbunker zurück. Finden wir die anderen. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Okay. Die Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Hilfe ist da! Go find Seabot. I've marked his location on the map. Junge! Sei tapfer, kleine Festung! Weiter, Höhlenwesen!
gemacht werden. Überprüfe deine Karte. Die Teile sind nun auf deiner Karte markiert. Ich muss nur... Und dann... Okay. Okay. Nur noch zwei Module. Such weiter. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Warum? Die Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Er kehrt jetzt zum Schutzbunker zurück. Finden wir die anderen. Oh, tut mir leid, ich kann nicht. Lass mich einfach schlafen. Nur eine Minute. Alle Module wurden gefunden. Sobald alle Teile installiert wurden, wird der Schutzbunker wieder versuchen hochzufahren. In dem Fall gibt es einen großen Kampf. Der Gegner wird aus allen Richtungen kommen. Das Aufladen dauert 4 Minuten. Solange der Schutzbunker angegriffen wird, werden keine Teile installiert. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Schießen, stechen oder reparieren. Irgendwas! Da kommen sie! Verteidige den Schutzbunker! Ihr seid hier nicht willkommen! Modulinstallation wurde pausiert, wird aber nach dem Angriff fortgesetzt.
Schutzbunker ist jetzt besser. Was soll ich? Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Scheint, als hätte sich der Plan der Höhlen geändert. Sie ahnen, dass bald das letzte Teil installiert wird. Sie planen bestimmt einen großen Angriff. Mach dich bereit!
hinzu, um den Start vorzubereiten. Warum passiert mir das? Sind wir mal realistisch.
Lass mich einfach schlafen. Nur eine Minute. Junge, Junge, ich sollte mal trainieren. Thank you.
Was noch? Oh, dann. Okay. Okay. Minimap übertragen. Errichte rund um den Bus Verteidigungsanlagen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Thank you.
Blue Glow. Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Überprüfe deine Karte nach neuen Infos zum Sturm. Aktiviere die letzte Abschusssequenz, wenn du bereit bist. Schönste, was ich je gesehen habe. Das muss einfach mit einer Airbrush-Pistole auf Sand verewigt werden. Gute Reise.